Man soll natürlich urteilen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine Vergewaltigung stattfindet, soll ich urteilen, dass das böse ist und dort eingreifen, sofern das möglich ist. Papst Franziskus hat ja den berühmten Satz gesagt, wer bin ich, dass ich über andere urteile? Und er hat dafür von fast allen Seiten Applaus bekommen. Aber was ist eigentlich so schlimm daran, zu urteilen? Ich glaube, wir verwechseln oft Urteilen mit Vorurteile fällen. Das ist schon mal der entscheidende Unterschied. Man soll natürlich urteilen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine Vergewaltigung stattfindet, soll ich urteilen, dass das böse ist und dort eingreifen, sofern das möglich ist. Urteilen ist nicht das Problem. Aber voreilig urteilen, wenn man die Situation gar nicht richtig sieht, ist falsch. Zum Beispiel, jemand drängelt sich im Supermarkt vor und ich denke natürlich sofort, was für ein böser und schlechter Drängler, der hier die Ordnung stört. Aber vielleicht muss die Person schnell nach Hause, weil ihr Partner einen Herzinfarkt hatte. Aber vielleicht kommt der Applaus für einen solchen Satz doch auch daher, dass wir uns eigentlich ganz gerne selber entweder dem Urteil von anderen über uns oder dem eigenen Urteil über uns selbst entziehen wollen. Da hängt doch auch ganz viel Selbstabsolution dran, oder nicht? Das auf jeden Fall. Man hätte gerne, dass etwas, was eine offensichtlich böse Handlung ist, vielleicht gar nicht so böse war. Aber wir kennen ja Fälle, wo es ganz klar ist. Die Kirche sollte eindeutig zum Beispiel urteilen und auch verurteilen, wenn irgendein Diktator sich zum Genozid entscheidet. Da gibt es dann nicht die Frage, naja, aber vielleicht meint es der Diktator nicht so. Genozid oder Vergewaltigung oder Mord an Kindern und Kindesmissbrauch ist immer böse. Da gibt es überhaupt keine weiteren Gründe. Und soll die Kirche den Anspruch beibehalten, Moralanstalt zu sein? Natürlich, klar. Das liegt aber nicht unbedingt an der Kirche, sondern das liegt daran, dass jede Institution und jeder Mensch eine Moralanstalt ist.